Ich bin sprachlos. Ich bin einfach nur sprachlos, Claudia. Du bist unglaublich. I'm trying to hold my breath. Let it stay this moment. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? Cause darling, without you. Good. All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from night sky will never be enough. Never.
Hi, wie heißt du? Wo kommst du her? Ich bin Claudia Emanuela Santoso. Ich bin 18 Jahre alt, seit einem Jahr in München, ursprünglich aus Indonesien. Ich bin seit fast einem Jahr nach Deutschland umgezogen. Am Anfang fühle ich ein bisschen ängstlich hier, aber jetzt bin ich okay. Deutsch ist so schwer. So schwer. Meine Familie hat einige Geld gespart, damit ich hier nach Deutschland gekommen kann. Meine Eltern möchten eine bessere Ausbildung für mich. Ich möchte Musik studieren und ich lebe jetzt in einem Zimmer in einem Studentenwohnheim. Nicht zu groß, aber ich kann alle Dinge, die ich liebe, machen. Für mich neue Erfahrung. Jetzt muss ich alle Sachen alleine tun. Meine Familie hat mir die Chance gegeben, nach Deutschland zu kommen. Und bei The Voice, ich möchte etwas zurückgeben. Ich vermisse meine Familie sehr, sehr, sehr. Die wichtigste Person in Indonesien ist meine Mama, weil sie hat mir, als ich 4 Jahre war, in Gesangsschule geschickt, weil sie möchte ja alles Gute für ihre Tochter. Wenn meine Mama hier wäre, dann würde sie sagen, come on, you can do this, just do your best, and God will do the rest. Da ist noch jemand für dich. Gak sabar. Tetap sayang ya. Iya, Ma. Thank you. Hati, Odi. Kamu jangan nangis, Odi. Enggak, Mama. Iya, iya. Iya, Ma. Jedes Mal, wenn ich singe, meine Familie wird immer da im Publikum sitzen. Und jetzt, ich muss hier alleine singen. Sie können nur im Fernsehen vielleicht sehen. Ich bin ein gläubiger Mensch und ich glaube, dass Gott einen Plan für meine Zukunft hat. Wow. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Du hast eine unglaubliche Stimme. Du hast uns echt so einen Moment geschenkt, aber unfassbarer Moment. Man hört ihre Einflüsse und bei dir habe ich nur deine Stimme, nur dich gehört. Also das war dein Moment da. Wenn du mich fragst, wir können jetzt irgendwie fast forward direkt zum Finale gehen. Das ist unglaublich, es ist Wahnsinn. Darf ich zu dir kommen, Claudia? Ja, bitte. Siehst du mein Gesicht? Ja. Ich habe zum ersten Mal bei dieser Sendung wirklich geweint, weil es so schön war. Und deine Stimme hat mich so krass berührt. Ich brauche dich unbedingt in meiner Mannschaft, weil du mich einfach, you rock my world. Und ich kann dir einfach so den Weg zeigen, wie du halt wirklich dieses Ding gewinnen kannst. Und ich will das mit dir machen, weil du mich einfach so emotional berührt hast heute. Und ich danke dir einfach. Wirklich, ich danke dir einfach vom Herzen. Ich danke dir. Ich gehe zu. Tim Ellis. Claudia hat mich bei ihrer Blind Audition zum Weinen gebracht. Deshalb dachte ich, brauche ich mindestens 2 Personen, die gegen sie antreten werden, weil eine Person meiner Meinung nach nicht reicht. Und mit Felix und Emma hat sie auf jeden Fall Konkurrenz. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, aber... Okay. A great big world, say something. Oh, yeah. Say something.
Ich habe ihnen diesen Song gegeben, weil sie mich mit ihrer Intensität in ihren Blind Auditions überzeugt haben. Und deshalb wollte ich ein Battle machen, wer mich noch mehr beeindrucken kann, wer das dann noch krasser machen kann. Der letzte Chorus, das muss so ein Kracher sein. Da muss jeder so aus sich rauskommen. Ihr müsst die Leute zum Weinen bringen bei diesem Song. Ich will wirklich, dass sie einen Emotionsstorm machen. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Like his voice. Say something, I'm giving up on you. Ich habe das Gefühl, du bist ein Roboter oder eine Maschine, weil wie kann man so perfekt singen? Es ist unfassbar. Ihr wisst ja, ich habe ja gesagt, wenn ihr mich zum Weinen bringt, dann habt ihr wirklich genau das geschafft, was ich gewollt habe. Und ihr habt es geschafft. Wirklich, ich bin... Wer gewinnt dieses Battle? Claudia oder Emma und Felix? Ihr wisst schon... Die Person, die ich nicht nehme, muss wirklich eine von euch stehlen. Ja, das war klar. Fünf. Oh nein. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ich entscheide mich für Claudia. Claudia singt von Leona Lewis Run. Light up, light up, as if you had. Run is a burden. The reason is it's two or three octaves in range, and that's really hard to do. We're not worried about how high you can go. I'm worried about those notes in the verse, so be careful, but I think you got this. Sing it one last time for you, then we really have to go. You've been the only thing that's right in all I've done.
bekommt diese Dame hier ein Hot Seat und somit auch direkt einen Platz im Halbfinale, ja oder nein? Ohne Frage kriegst du einen Hot Seat. Das heißt, du bist im Halbfinale. Claudia kommt aus Indonesien, wohnt aber seit 1,5 Jahren in Deutschland. Ihre Familie hat sie in diesen 1,5 Jahren nicht gesehen. Wir überraschen jetzt Claudia, weil sie sind heute da. Meine Mama und kleine Schwester sind der wichtigste Mensch meines Lebens. Sie sind my everything. Claudia has her rehearsal right now, so we're gonna go in there and surprise her. Is it exciting for you to see her on TV? Oh, yeah. Yeah? Have you been watching all the episodes? Yeah. Yes. Aww. Claudia ist ein Ausnahmetalent. So was hatten wir bis jetzt bei The Voice, glaube ich, noch nicht. Yeah, we've been fooling her. She thought we wouldn't come. Cancel. Yeah. Really? We said that I'm sick. Oh my God, she's gonna be so... Yeah. Oh my God. Glücklich jetzt. Sie haben gesagt, dass sie krank ist. Danke. We're very proud because she's like so grown up at the stage. I'm very honored to be in this moment. I feel like I belong to you guys now. Yeah. I think Claudia is gonna do a really good job. And with the family support, nothing can go wrong. Yeah. Yeah. Family power. Family power plus me. Listen to the song here in my heart, melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find. Das jetzt bitte auflösen, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Jetzt. Und? Wir haben ein Ergebnis. Es ist Claudia. Claudia hat mich bei ihrer Blind Audition zum Weinen gebracht.
Ich war in dem Moment unglaublich berührt. Das passiert ganz, ganz selten bei mir, dass ich eine Stimme höre und ich kriege dann Tränen in den Augen. Das Internet ist richtig abgegangen. Also für mich, diese Millionen Aufrufe ist wirklich krass. Und dann ganz viele Leute haben es dann repostet. Das ist unglaublich. Und dir gefolgt. Ich bekomme jetzt ganz viele Kommentare. Love from Indonesia. In den Battles habe ich da wieder geweint. Habe ich im Battle, ach ja, stimmt. Du hast dreimal geweint. Ach so, jetzt siehst du mit, wie oft ich weine. Okay. Ich entscheide mich für Claudia. Run war sehr krass. Das ist finalwürdig. Das ist Dankeschön. Gewinnerwürdig. Mit Abstand die beste Sängerin, die wir haben. Ohne Frage kriegst du einen Hot Seat. Das heißt, du bist im Halbfinale. Ich habe ja gehört, dass du deine Familie seit 1,5 Jahren nicht gesehen hast. Also haben wir die Familien zum Halbfinale von Indonesien nach Deutschland gebracht. Family Power plus me. Yeah. Ich muss alles stolz machen. Du musst mich gar nicht stolz machen. Du machst mich so oder so stolz. Heute im Finale singen Claudia und ich einen Song, den ich für Claudia geschrieben habe, namens Goodbye. In diesem Song habe ich mich in Claudia reinversetzt. Wie schwer ist es dann, immer Tschüss zu sagen? Stronger. Told me fear was in the mind when I felt there was danger. Do you know that it hurts so much when I think about the things we used to do? Do you know that it hurts so much that I'm a thousand miles from you, from you? So I want you to know I miss you. Did I ever tell you that I need you? Did I ever tell you that I can't let you go? How did I say goodbye? How did I say goodbye? Used to hold me in your arms like a child and his mother. I look back at it all, you love me like no other. Do you know that it hurts so much when I think about the things we used to do? Do you know that it hurts my heart that I'm a thousand miles from you? How miss you? Did I-
Unsere Zuschauer haben entschieden, Sie zu Hause und The Voice of Germany 2019 heißt.